Herzlich willkommen zum Podcast der AfD-Fraktion Unerhört. Politik für Hamburg. Ja, moin moin, liebe Zuhörer aus Hamburg. Heute zu unserem ersten Podcast dieses Jahres. Heute haben wir ein besonderes Thema. 150 Jahre Reichsgründung, die ja in wenigen Tagen bevorstehen, die sich jähren. Bei mir ist unser Fraktionschef und kulturpolitischer Sprecher Dr. Alexander Wolf. Moin moin, herzlich willkommen. Hallo, moin moin. Ja, in wenigen Tagen, wie gesagt, jährt sich dieser besondere Tag, 1871, zum 150. Mal. Ja, zum 100. Jahrestag ließ der damalige Finanzminister Karl Schiller eine 5-D-Mark-Gedenkmünze prägen. Es gab auch eine Kranzniederlegung von Bundeskanzler Brandt 1971 in Eumühle. Da ist ja auch dieses Bismarck-Mausoleum und das Museum. Ja, heute hört man von offizieller Seite so gut wie gar nichts. Stattdessen gedenkt die Bundesregierung 50 Jahre Sendung mit der Maus. Ist das ein Armutszeugnis für die heutige Bundesregierung? Das ist ganz offenkundig ein Armutszeugnis für die heutige Bundesregierung. Heute Sonderbriefmarke, 50 Jahre Sendung mit der Maus. Vor 50 Jahren hat man noch an die Reichsgründung erinnert. Man darf ja nicht vergessen, der 18. Januar 1871, Kaiserkrönung im Spiegelsaal von Versailles, da hat sich das jahrzehntelange Streben der Deutschen nach einem Nationalstaat endlich vollendet. Das war ja eine lange Geschichte. 1815 die Burschenschaften, und das ist für mich auch als Burschenschafter, als Verbindungsstudent wichtig. 1832 Hambacher Fest, 1848 die Revolution, die aber jeweils noch nicht erfolgreich zum Nationalstaat führten. Und das wurde dann 1871 von Bismarck mit Kaiser Wilhelm, der Kaiserkrönung, dann vollendet. Deswegen ist es einer der glücklichsten Momente der deutschen Geschichte, an denen zu erinnern sich unbedingt lohnt. Interessant, denn wie gesagt, heute weigern sich diese Repräsentanten eben an diese positiven Ereignisse der deutschen Geschichte zu erinnern. Und du hast es ja schon gesagt, 1900 gab es so viele Ereignisse, die stattgefunden haben, und da ist ja schon so eine historische Kontinuität, an die man auch erinnert, weil wirklich viel passiert ist, ne? Es noch gewissermaßen demokratische Prozesse, die stattgefunden haben. Aber was meinst du, warum ist es heute eben nicht der Fall, oder warum hat man damit ein Problem, diesen Ereignissen zu gedenken? Ich fürchte, dass die meisten unserer Repräsentanten ein gestörtes Verhältnis zur eigenen Geschichte haben. Das liegt natürlich an unserer Geschichte mit ihren problematischen Seiten. Aber es ist eben so, dass unsere Geschichte mehr ist, dass die über tausendjährige Geschichte Deutschlands sehr viele positive Momente auch enthält, an die es wert ist und vertretbar ist, ja notwendig ist, zu erinnern. Und die Reichsgründung 1871 ist einer der wichtigsten davon. Damit begann eine über 40-jährige Friedensperiode. Es florierten Wirtschaft und Gesellschaft in einer Art und Weise. Das gehört unbedingt zu einem positiven Aspekt unserer Geschichte. Ja, die AfD-Fraktion hat ja jüngst auch einen Antrag diesbezüglich eingereicht, anlässlich des Jahrestages der Reichsgründung, eben das Kaiser-Wilhelm-Denkmal wieder ins Zentrum zu rücken, an den ursprünglichen Ort auf den Rathausmarkt. Da bist du ja federführend auch gewesen. Warum an den Gedenken an den Kaiser nochmal so richtig? Also, der Anlass ist natürlich 150 Jahre Reichsgründung. 18. Januar 1871, 1921. Und es wurde ja durch die Errichtung des Kaiser-Wilhelm-Denkmals auf dem Rathausmarkt gerade an dieses glückliche Moment der deutschen Geschichte erinnert, in würdigem Rahmen. Dieses Denkmal, es gibt wunderbare Bilder von damals, ist leider schon 1930 abgeräumt worden, und es fristet heute ein Schattendasein. Der Kaiser Wilhelm ist abgestellt da am Rande des Gerichtsforums am Sievekingplatz. Ich meine und wir meinen, indem man dem einen würdigen Rahmen zurückgibt auf dem Rathausmarkt, erinnert man an dieses glückliche Moment der Geschichte. Es ist auch etwas positiv Sinnstiftendes,
zeigt, dass das Reich, das Kaiserreich, zu einem positiven Moment der deutschen Geschichte gehört, von dem unsere Bundesrepublik Deutschland ja direkt herrührt und in einer Kontinuität auch steht. Also, dass wir sollten uns nicht verbiegen, sondern auch den Mut und das Selbstbewusstsein haben, an ein derartiges positives Moment unbefangen zu erinnern. Zumal diese Dinge ja wirklich in völligen Vergessenheit geraten, das muss man ja auch sagen. Man vergisst, man verliert seine eigene Geschichte, damit auch ein Teil seiner, ja, seiner Kultur. Speziell auf das Deutsche Reich bezogen, braucht es ein Gedenken an dieses Deutsche Reich? Ich meine, es ist ein Teil unserer Geschichte. Die Franzosen haben ein unbefangenes Verhältnis zu ihrer Geschichte mit insgesamt bis heute 5 Republiken, mit Königreichen, mit Napoleon und so weiter. Und das Reich, ich habe vorhin erinnert daran, was das bedeutete damals, nach der langen Zeit des Interregnums. Die erste Kaiserkrone war ja niedergelegt worden, schon am Beginn des 19. Jahrhunderts. Dann war das jahrzehntelang der Wunsch, endlich wieder das Reich zusammenzuführen, die Deutschen in einer Nation, in einer staatlichen Gefasstheit auch zu vereinen. Deswegen ist das einer schon ungeheuer viel Elemente, die wir heute haben. Vereinigung von Zoll- und Münzwesen, Rechtsordnung, bürgerliches Gesetzbuch, auch die Sozialgesetzgebung, das geht alles auf das Deutsche Reich zurück, ganz abgesehen von dem Blühen von Wirtschaft, den Nobelpreisen und so weiter und so fort. Das gehört zur deutschen Geschichte positiv dazu, unbedingt. Und es ist auch der Rechtsnachfolger, ne? Muss man ja auch so sehen. Also der legitime Rechtsnachfolger, wenn man nicht sogar staatsrechtlich von einer Kontinuität spricht. Ja. Schauen wir mal auf das 21. Jahrhundert. Wir haben jetzt eine Black Lives Matter Bewegung. Ich glaube, dieser Begriff hat keinem was gesagt bis vor einem Jahr oder bis vor einem halben Jahr. Gab es einen regelrechten Bildersturm auf Denkmäler der historischen Zeit, aber nicht nur in Deutschland, in allen Ländern der Welt, USA, Frankreich, Großbritannien und Deutschland. Hamburg ist ja die Bismarck-Debatte so entbrannt. Warum sind das gerade so linke Gruppierungen, die da Jagd machen auf Denkmäler und sie zerstören oder umlegen wollen, umstürzen wollen? Da gab es ja die verrücktesten Ideen hier auch mit dem Bismarck in Hamburg. Ja, ja, Kopf abschlagen und so weiter. Ich sehe das mit großer Sorge, denn das zeigt dieses oben angesprochene schon gestörte Verhältnis zur eigenen Geschichte, zur eigenen Identität. Nur noch an Negatives erinnern zu wollen, Kolonialismus mit der Perspektive eines heutigen sozialdemokratischen Oberlehrers nur zu sehen. Man muss die Epochen eben aus ihrer Zeit heraus verstehen. Und die Denkmäler und die Geschichte, die darin verkörpert wird, zeigen die damalige Verfasstheit, die damalige das Empfinden. Und es ist sehr wohl richtig, auch und gerade an die positiven Momente der Geschichte zu erinnern, weil das unsere Identität prägt. Eine Nation lebt eben nicht nur von der Ratio, von der Verfassung, sondern auch von einem positiven Gemeinschaftsgefühl. Nur daraus können Solidarität und Miteinander erwachsen. Und dafür stehen unsere Denkmäler und unsere Geschichte. Und man kann ja wirklich sagen oder mal die Behauptung aufstellen, dass diese Geschichte das heutige Deutschland nicht mehr interessiert. Ne? Also das ist ja völlig, völlig egal. Man will es irgendwie am Rande der Stadt hinstellen oder umbrechen oder was auch immer damit machen. Am besten in der Elbe versenken. Also wie soll man das so wirklich ernst nehmen? Also wie soll man die Politik dieses Landes ernst nehmen, wenn sie ihre eigene Geschichte so verleugnet? Provokativ gefragt. Wir brauchen eine Wende, eine geistig-moralische Wende. Ja, eine blaue Wende. Und nichts, was dort von Frau Merkel in Berlin gemacht wird, ist alternativlos. Ja. Darum geht es und dafür und dazu gehört auch eine Wende zu einem positiveren Verhältnis zur eigenen Geschichte. Sehr richtig. Ich gehe nochmal ganz zurück auf Wilhelm I. Da gibt es einen interessanten Spruch bezüglich des wichtigsten Mannes, nämlich Bismarck. Sie sagte, er ist nicht leicht unter diesem Kanzler oder ist nicht einfach unter diesem Kanzler. Ist es für einen Fraktionschef einer Oppositionspartei ähnlich unter dieser Kanzlerin oder wie kann man das beschreiben? Ich möchte ungern
Frau Merkel vergleichen mit Bismarck. Das empfinde ich als unpassend. Ich verehre Bismarck angesichts seiner großen Leistungen um die deutsche Einheit. Auch übrigens angesichts seines großartigen Humors, seiner Selbstironie. Es ist ein Vergnügen, in seinen Erinnerungen und seinen Briefen zu lesen. Wir brauchen heute mehr Bismarck. Sehr schön. Auch ich denke ebenfalls so über den Altkanzler, den Kanzler der Einheit, fragt sich, ob man denn auch über Merkel so reden wird in 100 Jahren, dass man sie verehrt oder bewundert. Für ihren Humor wahrscheinlich weniger. Ja, Alexander, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Und ja, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen. Und bis bald. Ciao, ciao. Bis denn.